Ziehen, Acker. Siehst du, Sina? Deswegen liebe ich unseren Beruf so. Komm. Entschuldigung, ich suche ein Grundstück. Flur Nummer 1357, Gemarkung Küblach, Silberbergholz. Das gehört Herrn Gassner. Fahren Sie bis zur Kreuzung, dann rechts. 2 Kilometer, dann sind Sie da. Okay, vielen Dank. Wiederschauen. Oder war es doch links? Wie bist du denn drauf? Ich meine, du bist so pervers. Soll ich dir mal erzählen, was ich alles während deiner Schwangerschaft gegessen habe? Nee, danke, bloß nicht. Dann nicht. Da bist du ja endlich. Ah, es tut mir leid. Hast du dich schon verabschiedet? Schon längst. Aus, Sina. Aus. Ach, sie riecht das Futter. Hast du das Entwurmungsmittel schon in das Futter getan? Hab ich. Okay. Soll ich die Kiste nehmen? Geht schon. Sina. Sina, komm. Sie werden fast gestorben. Ja, weil die Mutter sie im Stich gelassen hat. Das passiert manchmal. Das ist ganz schön brutal, sterben zu müssen. Nur weil einem die Mutter im Stich lässt. Ja, aber wir setzen sie doch jetzt aus. Wir suchen sich ein neues Revier und werden wieder glücklich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die beiden es schaffen werden. Tom und Jerry. Na komm. Was glaubst du eigentlich, was deine Mutter heute zum Frühstück isst? Bestimmt saure Gurken. Also ich tippe auf Eiscreme. Oder beides. Oder beides. Herr Bochower. Herr Gassner. Entschuldigen Sie, dass Sie erwarten lassen. Das haben Sie nicht. Ich wollte früher hier sein. Ich bin jedes Jahr auf dem Oktoberfest in Ihrem Bierzelt. Und in Ihrem Laden war ich auch schon mal. Aber das kann sich unser eins ja nicht leisten. Also Kaviar, Champagner und so. Also ich habe Sie ja schon gesehen mit dem Promis. Aber jetzt hier, also das ist schon was. Kommen wir zum Geschäft. Also was das Waldstück betrifft, also das kann ich Ihnen nicht verkaufen. Aber ich hätte anderes für Sie. Ich möchte kein anderes. Ich möchte genau das hier. Es geht nicht. Wie viel? Sie verstehen das nicht, aber mit dem Waldstück hat es eine ganz besondere Bewandtnis. Ja, deswegen bin ich hier. Das Waldstück hat früher Franz Reinders gehört. Konto Nummer 99275283. Was? Sie sind... Ja, ich kenne das Geheimnis, Herr Gassner. Ich bin gewissermaßen Teil davon. Jesus, Maria und Josef.
Schatz, hast du mein Handy gesehen? Nein. Ja, das gibt's doch nicht. Warte, ich helfe dir. Komm mal her. Weißt du, was ich bin? Was? Eine fette, hilflose Qualle. Solange dein Prinz noch vor dir kniet, ist alles im grünen Bereich. Hast du die Ringe schon abgeholt? Nein, habe ich noch nicht, aber ich fahre heute nach Passau. Und bringst du den Anzug in die Reinigung? Damit keine Panik. Ich habe alles unter Kontrolle. Na komm her, ich helfe dir. Komm. Da steh ich. Hey. Ah, nicht schlagen. Das ist mein Schlüssel. Warum tue ich mir das dreimal an? Oh mein, oh mein, oh mein. Ja, Mann, schaut dir das einmal an. Oh mein. Wie das schon luffelt. So eine Sauerei. Du, die sollten die alle selber sauber machen müssen, damit die wissen, was das für eine Arbeit ist. Da hast du recht, Schorsch. Guten Morgen, Herr. Ah, morgen, Chef. Meine Güte, wie sieht's denn hier aus? Herr Leitner, das ist eine gescheite Arbeit für uns. Montag beginnen wir die Pflanzung am Bachsteig. Gott sei Dank. Wie geht's denn Ihrer Frau? So schön und rund wie noch nie zuvor. Wann ist es denn soweit? Der Arzt sagt nächsten Monat. Und die Hochzeit? Nächste Woche. Die Einladung geht noch raus, auch an Sie. Wir sind auch eingeladen. Selbstverständlich. Ich verbringe doch mit Ihnen mehr Zeit wie mit meiner zukünftigen Frau. Also warum sollten Sie nicht eingeladen sein? Na, Dankeschön für die Einladung. Keine Ursache. Tja, ich muss leider nach Passau. Ich wünsche noch viel Spaß mit der Arbeit. Gibt dir nichts Schöneres. Ja. Danke. Du, was schenkt man denn den beiden? Ach, was Praktisches. Nee, was Praktisches, der Franz. Romantisch wie ein feuchter Fisch. Jetzt erlacht's nicht. Mach mal lieber weiter, dass wir fertig werden. Da. Doch nicht. Leitner? Ja, ich höre Ihnen zu. Ich sehe grässlich aus. Gar nicht. Du bist wunderschön. Ich muss dir jetzt sagen, als meine beste Freundin. Ich bin immer ehrlich zu dir. Das weißt du. Anna, ich sehe aus wie eine Kugel. Stefan kann mich doch zum Altar rollen. Was denn? Stefan! Was? Darf mich auf gar keinen Fall in dem Brautkleid sehen, das bringt Unglück. Weiß er denn, dass du hier bist? Nein. Und er sollte eigentlich in Passau sein, sich um unsere Eheringe kümmern. Und um seinen Anzug. Hat das nicht noch Zeit, Herr Gassner? Wissen Sie, ich habe mir heute freigenommen. Ich muss noch nach Passau. Naja, ich verstehe. Also gut, ich komme. Ja. Entdeckung! Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Nein, nein. Das Kleid steht hier ausgezeichnet. Wenn Sie meinen. Grüß Gott, Herr Gassner! Leitner, grüß Gott! Was gibt's denn so Wichtiges? Ja, ich sehe schon. Sie sind immer noch skeptisch, was einen neuen Rückewagen betrifft. Na, ich konnte mich noch nicht ganz dazu durchringen. Durch die Beitreifen würde weniger Bodendruck entstehen. Und das minimiert die Schäden. Ich hoffe immer noch, dass die Laura sich einen neuen Rückewagen anschafft. Dann könnte ich mir den bei ihr ausleihen. Also, was ist so wichtig, dass es nicht warten konnte? Kennen Sie den Max Bachhofer? Nein. Das Bachhofer Zelt auf dem Oktoberfest. Für mich ist jedes Bierzelt gleich. Jedenfalls, er war hier. Er möchte das Waldstück kaufen. Was soll ich dazu sagen? Es gehört Ihnen. Ja und nein.
Das müssen Sie mir jetzt mal genauer erklären. Also, auf dem Papier gehört es mir. Aber? Es gehört mir nicht direkt. Ich kümmere mich darum, aber gehören tut es, wenn man es genau nimmt. Der Marianne, also ihrem verstorbenen Mann, dem Franz. Sie sind als Besitzer eingetragen. Seit Jahren kümmern Sie sich um dieses Waldstück. Und jetzt tischen Sie mir so eine Geschichte auf? Also, was soll das? Ich tue nichts Unrechtes. Was ist hier los? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wenn die Marianne von dem Waldstück erfährt, dann ist es eine Katastrophe. Heute mit dem Atlas war voll schwer. Ja, ja, auf Deutsch war schwer, der Tester. Ja, das war dann war echt schwer. Komisch wegen dem. Lisa? Psst, was ist denn? Schau mal da. Das Kälbchen ist ganz alleine. Bist du sicher? Ja, siehst du irgendwo eine Mutter? Nee, nicht wirklich. Komm mal her. Was bist denn du für eine? Hat dich deine Mama ganz allein gelassen? Ach übrigens, Igelmamas machen das auch manchmal. Die lassen ihre Jungen im Stich und die sterben dann. Ach. Ja, echt jetzt. Ja, Franz, Marianes Mann, das war ein feiner Kerl. Das war einer, der nicht viel geredet hat, aber wenn man in Schwierigkeiten steckte, war er da. Es war mein Freund, Herr Leitner. Ich war ihm das einfach schuldig. Was schuldig? Ich habe ihm versprechen müssen, dass niemand was davon erfährt. Was erfährt? Jetzt kommen Sie schon. In den letzten Jahren, die der Franz noch gelebt hat, konnte er nicht mehr richtig arbeiten. Also hat er mich gefragt, ob ich mich um das Waldstück kümmere. Ich warte immer noch auf die Katastrophe. Er hat mir das Waldstück überschrieben. Er hat es Ihnen geschenkt? Naja, so können wir das sagen. Einen Teil der Einnahmen habe ich bekommen für meine Arbeit, die ich damit hatte. Steuern und was so anfällt. Und der Rest ging auf ein Konto. Der Franz hat einen Sohn, von dem seine Frau nichts weiß. Mit dem Wald hat er die Unterhaltszahlungen finanziert für den Jungen. Wie lange geht das schon so? Fragen Sie mich nicht, eine Ewigkeit. Mir hat auch noch überwiesen, als der Junge, der Bub, schon volljährig war. Ich glaube, er hat einfach ein schlechtes Gewissen, weil er ihn nie besucht hat. Und Sie haben all die Jahre Marianne nichts davon erzählt? Wozu? Ich habe überwiesen und niemand hat gefragt. Aber warum jetzt? Der Bachhofer möchte das Waldstück kaufen. Es ist dem Franz sein Sohn. Gibt's doch gar nicht. Das kann doch nicht sein. Lisa! Lisa! Ja, was ist denn? Komm mal her. Oh, was ist denn jetzt schon wieder los? Was ist das? Ein Hirschkälbchen. Ich hab's im Internet nachgelesen. Ich weiß, was das ist. Aber was hat das hier zu suchen? Es hat seine Mutter verloren und ist mir nachgelaufen. Einfach so? Ja, einfach so. Oder hätte ich es sterben lassen sollen? Du weißt doch gar nicht... Schau mal, Mowgli. Das ist Gertrud. Aber du weißt doch gar nicht, ob sie es tatsächlich verstoßen hat. Hat sie aber. Lisa, wir müssen das Kälbchen wieder freilassen. Mit etwas Glück nimmt die Mutter es wieder an. Ja, dann kannst du es auch gleich umbringen. Niemand wird dem Kälbchen etwas tun. Dann hilf mir halt, dass es überlebt. Du machst mich noch mal wahnsinnig. Das ist die Mutter. Jetzt bringen wir dich erstmal in den Schuppen. Mit der ich zum Haus rolle. Jetzt hör schon auf.
Das ist das Schlimme an uns fitten Frauen um die 30. Mitte 30. Ist irgendwas mal nicht ganz perfekt, wird gleich gemeckert, dass einem die Ohren abfallen. Weißt du, als Freundin geht man da normalerweise ganz klaglos mit durch. Mach ich doch. Sag mal, soll ich das Brautkleid eigentlich mit nach Hause nehmen, damit Stefan das nicht sieht? Unbedingt. Er darf vor allen Dingen die Rechnung nicht sehen. Oh, fällt in Ohnmacht. Ach komm, du in dem Brautkleid, das hat denselben Effekt. Oh. Also nimmst du es mit? Ja. Na? Na? Hast du die Eheringe besorgt? Noch nicht. Aber dein Anzug ist in der Reinigung. Schatz, ich habe im Moment, weiß Gott, andere Probleme. Das sehe ich bei den Unmengen, die du kochst. Was ist los? Mariannes verstorbener Mann hat einen Sohn, von dem sie nichts weiß. Und Herr Gassner bewirtschaftet ein Waldstück, das ihm gehört. Das Geld, was er da verdient, bekommt der Sohn. Und Marianne hat nichts davon erfahren? Und jetzt ist es auf einmal aufgetaucht. Und was hast du damit zu tun? Ja, irgendjemand muss ihr das doch sagen. Warum? Du könntest doch schweigen. Hältst du das für eine gute Idee? Keine Ahnung. Ein Sohn hinter Mariannes Rücken? Gertrud hat schon wieder Hunger. Wer ist Gertrud? Ein Hirschkalb. Lisa hat es angeschleppt. Es ist mir gefolgt. Wenn es Hunger hat, dann musst du es füttern. Habe ich doch erst, vor 2-3 Stunden. Schatz, ich habe mal gar kein Mitleid mit dir. Ich habe dich nämlich gewarnt. Das wird nämlich die ganze Zeit jetzt so weitergehen. Auch nachts? Auch nachts. Tags und nachts. Zwei. Ist eingeschlafen. Ich kann nicht schlafen. Unser Baby hat seine Vorliebe für Fußball entdeckt. Sag mal, hast du heute das Brautkleid gekauft? Frag lieber nicht. Keins gefunden oder zu teuer? Also ich finde, wir beide sehen darin hervorragend aus. Dann frage ich lieber nicht nach dem Preis. Komm, ich probier's mal. Danke. Sag's ihr nicht. Marianne, es gibt keinen Grund, dass sie's erfährt. Du willst, dass ich sie belüge? Nein, du sollst sie nicht belügen. Du sollst es ihr bloß nicht sagen. Das ist doch dasselbe. Aber es ist unnötig, ihr weh zu tun. Mein Mann ist längst tot. Sag mal, würdest du mir irgendetwas in der Ehe verschweigen? Ach, ich hab nicht vor, dich zu betrügen. Es gibt ja auch andere Dinge, die man verschweigen kann. Stefan, ich möchte dir nie wehtun. Und ich wünsche mir natürlich, dass du mir auch nicht wehtust. Nein? Nein, ich würde dir nichts verschweigen. Gut so. Gertrud. Gib mir mal einen Honig. Bitte. Danke. Morgen. Hast du Gertrud gefüttert? Ja, habe ich. Gut. Das klingt aber nicht gerade begeistert. Ja, es hört einfach nicht auf. Das Kälbchen hat ständig Kohldampf. Ja, selbst schuld. Warum schleppst du doch das Viech an? Weil es sonst sterben würde. Deswegen schleppe ich es an. Ist ja gut. Wo ist denn eigentlich die Butter? Blindfisch. Danke. Guten Morgen. Morgen. Wie schaust du denn aus? Hast du die ganze Nacht durchgefeiert? Hirschkälber füttern ist fast das Gleiche. Party ohne Ende. Es tut mir leid. Die Einsicht kommt spät, aber sie kommt. Immerhin etwas. Kann ich mal den Kaffee haben, bitte? Klar. Komm rein. Oh,
Und? Hast du dich entschieden? Marianne ist immer geradeaus. Sie mag es nicht, wenn man mit ihr Spielchen spielt. Und das habe ich auch nicht vor. Danke. Das heißt also ja. Ich werde es ihr sagen. Sina, was hast du denn? Sieh dir das an. Ach, das gibt's ja nicht. Ja, die Hirschkuh vermisst ihr Junges. Das war klar. Kennst doch Lisa. Sie hat es nur gut gemeint. Wir geben der Hirschkuh einfach ihr Kalb zurück. Was meinst du? Wenn sie es noch annimmt. Auch das noch. Was ist denn? Hast du das gewusst? Nein, aber bei einem neunjährigen Mädchen, da muss man mit sowas rechnen. Sag mal, was stinkt denn hier so? Das riecht nach meinem Parfüm. Oh nein. Oh, das ist so teuer, dass ich es kaum benutze. Und dieser schüttet fast die ganze Flasche drüber. Schatz, okay. Es ist ein neunjähriges Mädchen. Ich kann nur hoffen, dass die Hirschkuh euren exklusiven Geschmack teilt. Ja, wir können es nur hoffen. Ich würde gerne eine Nacht mal wieder durchschlafen. So ein Mist. Das heißt, wieder ein paar schlaflose Nächte. Was machen wir denn jetzt? Na, ich bringe das Kleine wieder in den Schuppen. Können wir es nicht einfach da lassen? Vielleicht kommt die Hirschkuh ja zurück. Im Tag würde es überleben, aber in der Nacht, ganz alleine im Freien, keine Chance. Hoffe ich doch. Ich suche den Herrn Leitner. Tja, jetzt müssen wir uns was einfallen lassen, damit dich deine Mutter wieder annimmt. Und bis dahin kümmern wir uns um dich. Scott. Was Gott? Ist das Ihr Haustier? So kann man es auch nennen, ja. Sie können gut mit Tieren. Tja, das bringt meinen Beruf mit sich. Stefan Leitner. Meine Hände sind etwas dreckig. Max Bachhofer. Ich will das Grundstück von Herrn Gassner kaufen. Er meint, ich soll mich deswegen an Sie wenden. Das sind 18 Hektar. Sowas muss bewirtschaftet werden. Darüber mache ich mir Gedanken, wenn es soweit ist. Wie gesagt, das Waldstück gehört Herrn Gassner. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen da helfen kann. Herr Leitner, dass ich zu Ihnen komme, geschieht aus Respekt vor Frau Reinders. Es liegt nicht in meinem Interesse, unnötig viel Staub aufzuwirbeln, aber ich will dieses Waldstück und ich lasse mich durch nichts davon abbringen. Sie können doch niemanden zwingen, etwas zu verkaufen. Gut, dann muss ich halt auch mit Frau Reinders reden. Warten Sie. Geben Sie mir 1-2 Tage Zeit. Ich werde mit ihr reden. 24 Stunden, dann möchte ich eine Antwort. Wiederschauen. Herr Bachhofer. Ja? Warten Sie mal einen Moment. Warum haben Sie eigentlich das Geld weitergenommen? Was spielt das für eine Rolle? Na ja, wenn nur die Hälfte davon stimmt, was ich in der Presse gelesen habe, dann sind Sie ein ziemlich reicher Mann. Schauen Sie, ich komme aus einfachsten Verhältnissen. Meine Mutter konnte uns mit dem Geld, das einmal im Jahr kam, und mit ihren diversen Putzstellen gerade so über Wasser halten.
Ich wollte das Geld weiterhin auf meinem Konto haben, damit ich nie vergesse, wo ich herkomme. Dann habe ich das Geld an Waisenhaus gespendet. Bis morgen. Bis morgen. Ist er weg? Ja. Und was wollt er von dir? Entweder werde ich Marianne die Wahrheit sagen, oder er wird's tun. Das ist also der Sohn von... Sie wird genauso überrascht sein wie wir. Stefan! Ja, aber was ist denn los? Ich denke, es ist besser, wenn Marianne dir alles erzählt. Soll ich vielleicht zu ihr gehen und sie fragen? Ich glaube, das wäre im Moment nicht das Richtige. Franz, der verstorbene Mann von Marianne, hatte einen Sohn, von dem sie nichts wusste. Der Franz? Das ist unmöglich. Der Franz, das war eine ehrliche Haut. Der hätte Marianne niemals sowas angetan. Er hat es getan. Auch wenn es schwer zu akzeptieren ist. Kümmere dich um sie. Hast du es gewusst? Das fragst du nicht im Ernst. Ihr habt euch immer gut verstanden? Ja. Wir hatten keine Geheimnisse voreinander. Deshalb bin ich ja genauso fassungslos wie du. Ich weiß es ja, Josef. Entschuldige. Aber ich bin einfach so enttäuscht. Und wütend. Franz hat dich geliebt. Und betrogen. Und ich habe nichts gemerkt. Glaubst du, der Wolfgang wäre zu sowas fähig? Niemals. Und der Franz? Hättest du das von ihm gedacht? Nein. Aber du weißt nicht, wie es dazu kam. So senil bin ich nicht, um das nicht zu wissen. Weißt du was? Er tut mir leid. Er musste sein halbes Leben lang mit dieser Lüge leben. Jetzt sieh du zu, dass diese Lüge nicht den Rest deines Lebens vergiftet. Manchmal, da beneide ich dich. Keiner zwingt dich, anderen weh zu tun. Na komm, komm. Na komm, Sina, komm. Sina, ablegen. Na, was macht unser Kälbchen? Also, wenn unser Baby später genauso viel Appetit hat wie Gertrud, dann gute Nacht. Unser Sohn wird ein wahrer Engel. Sohn? Mhm. Tochter? Mama hat mir erzählt, was passiert ist. Naja, nach deiner Aktion mit dem Parfum wird es schwierig sein, dass die Mutter ihr Junges wieder annimmt. Sie muss es wieder zu sich nehmen. Ich kann keine Milch mehr sehen. Dann müssen wir dafür sorgen, dass sie wieder gut riecht. Und zwar für ihre Mutter, nicht für uns. Wir könnten es ja duschen. Ich glaube nicht, dass das was hilft. Wir brauchen ein anderes Parfum. Was für eins? Oh, du wirst das Kälbchen doch nicht etwa mit seiner eigenen Igitt. Das nennt man Losung. Jetzt klingt es nur noch halb so schlimm. Eklig bleibt's trotzdem. Allerdings ist das hier ein bisschen zu wenig. Ich denke, wir müssen leider etwas mehr davon suchen. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Tja, dann müssen Lisa und ich jetzt durch. Wie, ich? Ja, glaubst du, ich mach das alleine? Na ja, ich wünsche euch beiden viel Spaß. Ach, Mama. Und wie finden wir die Losung? Sina wird uns dabei helfen. Arme Sina. Wo steckt denn der Kerl? Hallo, Opa. Der glaubt wohl, weil er Geld hat, kann er sich alles erlauben. Jetzt beruhige dich, Papa. Max Bachhofer ist der Letzte, der etwas dafür kann. Er hätte weiter das Geld nehmen und sich aus Mariannes Leben raushalten können.
Ich hatte mich entschlossen, vorher Marianne die Wahrheit zu sagen, bevor Max Bachhofer überhaupt da war. Du gehst zu Marianne und knallst ihr so eine Nachricht einfach so vor den Latz. Wir hätten miteinander reden müssen. Ich hab ihr nichts von Latz geknallt. Das ist vielleicht dein Stil, so wie du dich benimmst. Ich bin wirklich ganz behutsam vorgegangen. Trotzdem war es falsch. Hast du auch mit Marianne darüber geredet oder nur mit Josef? Du kannst doch nicht einfach immer an die Decke gehen, wenn du ein Problem hast. Und du gehst kochen, wenn du frustriert bist. Und beides ist nicht richtig. Eins nach dem anderen. Nur bei dir kommt das andere vor dem Eins. Was ist denn los mit dir, Opa? Hallo, mein Schatz. Wie geht's denn so? Gut. Willst du das Kälbchen sehen? Oh, vielleicht ein andermal. Hast du alles? Die hat Mama mir mitgegeben, damit es nicht so eklig wird. Hast du mir auch welche mitgebracht? Oh. Beeil dich. Ich weiß einfach nicht, was ich hier noch sagen soll. Mariannes ganzes Leben ist, das ist ein Trümmerhaufen. Sie vertraut doch nie wieder einem Mann. Das glaube ich nicht, Papa. Weißt du, Marianne lebt ja schließlich mit dir, nicht mit ihrer Vergangenheit. Und sie braucht dich jetzt. Warum tut ein Mann sowas? Ja, du kannst Fragen stellen. Ich weiß es nicht. Die sind für dich. Danke. Wozu braucht ihr die denn? Zum Kacke sammeln. Dann bin ich wenigstens nicht der Einzige, der eine unangenehme Aufgabe vor sich hat. Was hab ich denn für ein Leben geführt? Mit was für einem Mann? Kannst du mir das sagen? Du verdammter Mistkerl, du. Wieso hast du mir so wehgetan? Marianne, quäl dich nicht selbst. Und was verheimlichst du mir? Ich? Ich möchte nie mehr die Dumme sein, Wolfgang. Ich hab's satt. Ich verstehe nicht, wieso du jetzt mir Vorwürfe machst. Ich hab dich nicht betrogen. Und meinen einzigen Sohn, den kennst du auch. Ich kann ja nicht zurückgehen. Ich kann ja nicht nochmal von vorn anfangen. Ich muss mit dem leben, was war. Er war kein schlechter Kerl, dein Franz. Er hat dich geliebt, auf seine Weise eben. Soll mich das jetzt trösten? Marianne, wir beide haben auch was verschwiegen. Also ich habe den Franz nie betrogen. Wir haben unsere Jugendliebe nie wirklich beendet. Wir haben beide unser Ja-Wort gegeben vor dem Altar einem anderen Menschen. Wir wollen uns nicht länger damit rumquälen. Josef hat schon recht. Schlussstrich. Lass uns heimgehen. Schön vorsichtig, ja. Na? Was machen die denn da? Sie reiben das Hirschkalb mit Losung ein. Womit? Hirschkalb-Exkremente. Hä? Hä? Scheiße. Ja, nee, oder? Kacke? Ja. Sollte man bei Daniel auch mal machen, damit er von der Familie nicht verstoßen wird. Welches kleines Biest. Geht doch mal hin und schaut euch das Ganze aus der Nähe an. Ich geht's. Und du bist dir sicher, dass du in die Familie einheiraten willst? Ich bin mir ganz sicher, dass es der richtige Mann ist, sobald er geduscht hat. Außerdem durfte deine Schwester auch nicht gerade nach Rosen blüten. Aha. Gleich nochmal. Wirklich? Ja. Marianne ist da, sie will dich sprechen. Ich
komme gleich. Hast du dir das wirklich gut überlegt, Marianne? Er will den Wald kaufen, also muss er auch mit mir und dem Gassner verhandeln. Aber das könnte doch auch Stefan für dich machen. Hallo, Marianne. Was kann ich für dich tun? Hast du dich schon entschieden? Ja. Ich möchte mit dem Sohn von Franz sprechen. Mit Max Bachhofer? Was soll das bringen? Ich möchte ihn sehen. Hast du mit meinem Vater schon darüber gesprochen? Der Wolfgang überlässt es mir. Er hat auch gar keine andere Wahl. Ja. Der Franz war mein Leben. Und jetzt entscheide auch ich, was davon übrig bleibt und wie. Hey, ich habe dreimal geduscht. Beschwer ich mich? Naja, du riechst an mir. Ich hab eben gerne an dir. Nee, dann komm her. Sag mal, findest du gut, was Marianne vorhat? Wie würdest du darauf reagieren, wenn du sowas erfährst? Ich wäre wütend. Ich würde an mir zweifeln. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Marianne hat eben ihren eigenen Weg, da wieder rauszukommen. Was glaubst du, will sie von Bachhofer? Keine Ahnung. Aber ich hatte vorhin den Eindruck, dass sie ganz genau weiß, was sie will. Ich habe gerade den Eindruck, dass du das auch ganz genau weißt. Weil dein dich liebender Mann trotz der ganzen Hektik heute in Passau war. Du hast die Ringe? Zeig sie mir. Doch, ich will sie sehen. Dann musst du sie schon suchen. Kalt. Noch kälter. Ganz kalt. Grüß Gott, Herr Bachhofer. Die anderen müssen auch bald da sein. Wie gut kannten Sie meinen Vater eigentlich? Er war mein Freund, denke ich. Sonst hätte er mir das Waldstück nicht anvertraut, oder? Und wie war er so als Mensch? Er hätte gerne 5 Grad sein lassen und gern sein Weißbier im Ochsen getrunken. Gelacht hat er auch noch viel. Ist das seine Frau? Das ist die Frau Reiners, ja. Und der Mann da neben ihr, der so grantig schaut? Das ist der Wolfgang Leitner, das ist der Vater von unserem Förster. Und der jetzige Ehemann von der Frau Reinders, aber der ist harmlos. Also meistens jedenfalls. Marianne, darf ich dir vorstellen, Herr Bachhofer. Frau Reinders. Ist gut. Herr Leitner, danke, dass Sie gekommen sind. Sie sehen meinem Franz tatsächlich ähnlich. Es tut mir leid, dass Sie so erfahren mussten. Wenn es Ihnen leid tun würde, hätten Sie kein Wort gesagt. Papa, reiß dich zusammen. Und warum wollen Sie den Wald kaufen? Warum ist das wichtig? Ich möchte es wissen. Frau Reiners, nennen Sie mir einen Preis. Für das Grundstück gibt es keinen Preis. Ich denke nicht, dass Frau Reiners... Wie viel? Eine ehrliche Antwort hätte ich gern. Nennen Sie mir doch einfach irgendeine Summe. 1 Million. Was? Er kann es sich leisten. Ich möchte eine ehrliche Antwort, oder Sie kriegen gar nichts. Dann muss ich doch mit Herrn Gassner verhandeln. In dem Fall ist das, was die Frau Reinders sagt, Gesetz. So wird es der Franz wollen. Ich bin sein Sohn. Aber die Marianne war seine Frau. Herr Bachhofer, es ist genug gelogen worden. Ich möchte meinen Frieden. Wissen Sie, vor einem halben Jahr ist meine Mutter gestorben. Es gibt zum Glück vieles, was mich an Sie erinnert. Mit meinem Vater verbindet mich nur dieses Waldstück. Deswegen hätte ich es gern. Verstehen Sie? Ich schenk's Ihnen. Moment mal. Was? Auf keinen Fall schenkst du ihm diesen Wald. Ich,
will den Wald nicht. Ich will auch nichts damit zu tun haben. Er hat mir nie gehört. Marianne, überleg dir das gut. Das ist total verrückt, was du da tust. Stefan, ich will einen Schlussstrich ziehen. Ich möchte wieder ruhig schlafen, das ist es mir wert. Oder brauchst du das Geld, um mit mir glücklich zu sein? Es ist deine Entscheidung. Frau Reiners, es tut mir leid, aber das kann ich nicht annehmen. Der schöne Wald. Es tut mir leid, Gassner. Aber ich bin überzeugt, der Franz hätte es auch so wollen. Aber ich möchte das Waldstück nicht geschenkt, auf keinen Fall. Tja, manches im Leben kann man eben nicht kaufen. Und du bist so nett und kümmerst dich um alles. Selbstverständlich. Komm. Was geht los? Hoffentlich klappt es. Es muss klappen, so wie wir gestunken haben. Sicher, dass sie ihr Kind annimmt? Ich glaube schon. Aber die Hirschkuh fällt doch tot um, wenn sie ihr Kind riecht. Es funktioniert. Ja. Das nennt man ein Happy End. Aber vor dem Happy End solltest du wirklich... Was? Duschen. Ach, nicht schon wieder.